Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Juli 2018, gleichzeitig auch Sommerzeit. Wir schauen mal, ob der Kapitalmarkt auch Pause macht und mit welchen Themen wir uns aktuell sinnvollerweise beschäftigen können. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, im Verlauf Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Technik, die die Software dementsprechend zur Verfügung stellt. Und Sie werden natürlich auch im Nachgang morgen wiederum die Konserve erhalten. Die Fragen werde ich an der konkreten Stelle beantworten, sofern es inhaltlich passt. Sofern es an einer späteren Stelle sinnvollerweise eher passt, werde ich darauf eingehen. Und nach Beendigung der Aufnahme werden wir dann noch in der verbleibenden Runde Ihre Fragen und Anregungen hier entsprechend diskutieren. Wir steigen zunächst mal mit den Marktbewegungen und vor allem auch den Auffälligkeiten, die unseres Erachtens daraus resultieren. Wir haben momentan natürlich oberflächlich ein Marktumfeld, was sich relativ neutral darstellt. Einige Märkte haben enttäuscht, andere Märkte haben positiv abgeschnitten. Also das alles nichts, was den Kapitalmarktanleger groß beschäftigen sollte. Aber unterhalb dieser Oberfläche, unterhalb auch der Indizes, die typischerweise bei Medienberichterstattung oder auch sonstigen Kapitalmarktkommentaren im Vordergrund stehen, da gibt es doch einige Auffälligkeiten zu beobachten. Wir schauen zunächst mal sehr grob auf die Kapitalmärkte und nehmen drei Vermögensklassen, die bei Anlegern typischerweise im Fokus stehen. Das sind zum einen globale Aktien, das sind die globalen Anleihen, also einerseits die börsengehandelten Sachwerte, andererseits die verbrieften Schulden und Gold hier als Währungsersatz bzw. als Stabilitätsanker, ja auch eine Vermögensklasse, die sich typischerweise in vielen Portfolios findet. Wir sehen hier dargestellt die Entwicklung seit Beginn des Kalenderjahres 2018 und wir stellen schon fest, dass die Vermögensklasse, die sich am positivsten dargestellt hat, das sind globale Aktien. Wir sehen hier der Aufschlag rund 4,2% auf Indexebene. An der Stelle natürlich wiederum der Hinweis, Sie können den Index direkt nicht kaufen, Sie können natürlich über Indexfonds investieren. Da hängt es dann vom jeweiligen Tracking Error des jeweiligen Instrumentes ab, inwieweit diese Entwicklung 1:1 abgebildet wird. Von der Theorie her sollten wir hier erwarten, dass die Rendite etwas niedriger ist, da natürlich auch die Umsetzung mittels eines Indexfonds, auch die Transaktionen, gegebenenfalls auch Quellensteuern und ähnliches hier entsprechend natürlich Belastungen aufwerfen. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal zunächst auf die Indexebene an. Sehen Sie hier entsprechend die globalen Anleihen. Die sehen wir mit einem Aufschlag von 1%, Gold minus 3,2%. Die Profis unter Ihnen werden jetzt schon feststellen, ja, die Entwicklung ist ja teilweise gar nicht so schlecht. Eigentlich hatte man ja auch gedacht, dass vielleicht auch Anleihen oder Gold sich noch negativer darstellen. Aber Sie sehen hier schon aus der Euro-Perspektive, das heißt, wir unterstellen hier, dass keine Währungssicherungen vorgenommen wurden. Dementsprechend die schwache Entwicklung des Euros gegenüber dem US-Dollar, die wirkt sich aus der Perspektive eines Euro-Anlegers im ersten Halbjahr 2018 positiv aus. Also genau das, was die Entwicklung aus der Euro-Perspektive im Kalenderjahr 2017 stark belastet hat, als hier die deutliche Aufwertung des Euros hier sich negativ ausgewirkt hat, genau jetzt sehen wir hier die spiegelbildliche Entwicklung. Ein schwächerer Euro, der führt natürlich dazu, dass Kapitalanlagen, die in der Fremdwährung, vornehmlich auch natürlich dem Dollar hier notieren, eine zusätzliche Wertentwicklungskomponente durch die Aufwertung des US-Dollars eben enthalten. Was heißt das nun, wenn wir uns das vereinfacht vorstellen? Nun ja, stellen Sie sich vor, Sie haben 50% Ihres Portfolios in globalen Anleihen und 50% Ihres Portfolios in globalen Aktien. Dann sieht die Rechnung ja wie folgt aus. Sie werden auf diese 4,2%, wenn Sie da 50% investiert haben, einen Ergebnisbeitrag von ungefähr 2,1% hier entsprechend realisiert haben aus den Anleihen. Wenn 50% Ihres Portfolios ein Plus von 1% generieren, dann sind 50% von 1% sind 0,5% Rendite. Und wenn Sie das beides im Endeffekt aufaddieren, dann würden wir feststellen, dass die Renditeerwartung für ein ausgewogenes Portfolio, was als Referenz zu 50% aus globalen Aktien und zu 50% aus globalen Anleihen besteht, bei denen keine Währungssicherung vorgenommen wurde, hätten wir eine Renditeerwartung von 2,6% vor Implementierungskosten. Und das glaube ich auch mal als Referenz. Auf der anderen Seite wird das nicht die Realität vieler Vermögensverwaltungsdepots, vieler Investmentfonds oder auch ihrer privaten Anlagestrategien treffen, weil typischerweise nicht die kompletten Vermögenswerte ohne Währungsabsicherung gefahren werden. Sofern man das Wechselkursrisiko des
Euros gegenüber dem Dollar absichert, sind hier Kosten zu tragen. Diese Kosten hängen ab von der Zinsdifferenz zwischen dem Euro und dem Dollarraum. Und da die aktuell historisch auf einem hohen Niveau ist, haben wir relativ hohe Absicherungskosten von ungefähr zwischen 2,5 bis 3% pro Kalenderjahr, zumindest wenn wir die aktuellen Zinsdifferenzen hier zugrunde legen. Also, das mal für Sie als Orientierung, weil häufig wird ja in der Presse auf den DAX abgestellt, der ist ja auch jüngst 30 Jahre alt geworden, und man schaut sich dann hier entsprechende Bewegungen an, aber letztendlich der deutsche Aktienmarkt insgesamt macht nur rund 3% der globalen Marktkapitalisierung im Aktienbereich aus. Dementsprechend, da zeigt das schon, die anderen 97%, die sind eben in anderen Märkten hier entsprechend beheimatet und da ja auch kein Anleger zu 100% im globalen Aktienmarkt investiert, sondern tendenziell auch Anleihen hier im Portfolio enthalten hat, macht es meines Erachtens auch Sinn, immer auf einen gemischten Vergleichsmaßstab auch zu gehen und auch hier zu reflektieren, welchen Anteil meiner Vermögensklassen habe ich mit Währungsschutz oder für welchen Teil meiner Vermögensklassen fahre ich das Ganze ohne entsprechende Währungsabsicherung. Wenn wir noch etwas tiefer hineinschauen und fokussieren jetzt mal auf die Aktienmärkte, hier jeweils auch in Heimatwährung entsprechend dargestellt. Und dann stellen wir fest, dass der stärkste Aktienmarkt im aktuellen Kalenderjahr, das war der S&P 500. Sie sehen das hier in dieser türkis-blauen Linie dargestellt. Sie sehen Aktien global, gemessen am MSCI World, die attraktivste Vermögensklasse eben im aktuellen Kalenderjahr. Und hier müssen wir uns ja auch klar machen, dass ja innerhalb der globalen Aktien US-Titel mit rund 55% gewichtet werden. Dementsprechend erklärt sich das auch. Mit einer schwächeren Wertentwicklung sehen Sie hier in dunkelblau Europa, der Stoxx Europe 600, also ein relativ breiter Index, der natürlich hier viel mehr Titel enthält als der DAX, der natürlich auch andere Länder entsprechend hier repräsentiert. Also meines Erachtens auch ein deutlich besser geeigneter Vergleichsmaßstab, um die Entwicklung von europäischen Aktien hier zu betrachten. Sie sehen einen Abschlag von minus 1,3% und Aktien Asien, gemessen am MSCI Pacific, ohne Japan, da sehen Sie den Abschlag minus 5,5%. Da sehen Sie aber auch, dieses Minus hat sich in der jüngsten Zeit ergeben. Grund hier, dass eine Verunsicherung reinkam, dass durch die steigenden US-Zinsen und durch den stärkeren Dollar sich die Schuldentragfähigkeit von Unternehmen, respektive auch Ländern aus Schwellenländern, die im Dollar verschuldet sind, hier verschlechtern und dass sich diese Verschlechterung eben hier in Form von Kapitalflüssen ausgewirkt hat und diese Kapitalabflüsse, die sorgen bei gleicher Nachfrage eben dann zu einem steigenden Angebot, dementsprechend fallen hier entsprechend die Preise. Also, was man hier zusammenfassen kann für die Aktienmärkte, mal sehr pauschal gesprochen: Wer über ein global diversifiziertes Portfolio verfügte, was natürlich grundsätzlich sinnvoll ist, weil es ist natürlich schwer vorherzusehen, welche Region, welcher Aktienmarkt sich für die Zukunft am besten darstellen wird. Da muss man sagen, wer diversifiziert hat, wer das sinnvoll und handwerklich sauber angegangen hat, der wird tendenziell eine schlechtere Wertentwicklung im Aktienbereich generiert haben, als jemand, der eben rein ganz plakativ auf den S&P 500 gesetzt hat. Das Ganze können Sie noch weiter spinnen, wenn man sich nämlich unter der Oberfläche des S&P 500, dieses Index, der aus ja 500 Titeln besteht, betrachtet, wie viele Werte denn eigentlich zur Wertentwicklung beigetragen haben. Und da stellen Sie fest, dass wir hier 5 bis 6 sogenannte Mega-Caps haben, also die Technologietitel wie eine Apple, wie eine Alphabet, die hier entsprechend den Markt oder auch eine Amazon sehr, sehr stark nach oben gezogen haben. Das heißt, wir sehen hier momentan auch in den Indizes eine zunehmende Konzentration von Titeln, respektive auch von Branchen. Und wenn Sie sich das vergegenwärtigen, wie ja Indizes berechnet werden, dann werden die typischerweise nach der marktkapitalisierungsgewichteten Methode berechnet. Das heißt, je höher die Marktkapitalisierung einer Aktie, desto höher ist die Gewichtung im Index. Das heißt, es hat so eine gewisse trendfolgende Komponente. Also sprich, je teurer eine Aktie wird, desto höher ist sie im Sektor gewichtet. Bei Anleihenindizes ist das ähnlich. Je mehr Schulden ein Land ausgibt, desto höher ist der Schuldner im Index gewichtet. Und ich habe Ihnen das mal mitgebracht, exemplarisch nur als ein Beispiel dafür, dass wir momentan verstärkt Konzentrationsrisiken in Aktienindizes sehen. Und hier geht es vereinfacht gesprochen darum, dass wir die jeweiligen Länderindizes auf einer sehr breiten Basis haben, wie von MSCI berechnet werden. Und dann schaut man sich hier an, okay, welches Level der Diversifikation bietet denn der Index gerade, also welches Diversification Ratio, vereinfacht und etwas simplifiziert dargestellt,
Das ist der aktuelle Grad der Diversifikation, den der Index bietet. Das ist hier der Diversifikationsgrad, der dann möglich wäre, wenn man die Indexbestandteile so gewichtet, dass man das nach dem Grad der Diversifikation maximiert. Also sie gewichten die Aktien innerhalb des Indizes so, dass sie einen maximalen Grad an Diversifikation haben. Und dann in der Spalte hier ganz rechts stellen wir fest, okay, welcher Grad wird denn aktuell genutzt? Also sprich, das Verhältnis dessen, was hier aktuell genutzt wird, zu dem rechnerisch möglichen, das gibt eben diesen momentanen prozentualen Nutzungsgrad. Und da stellen wir schon fest, dass für viele Indizes ist es auf einem relativ niedrigen Niveau. Wir sehen gleichzeitig, dass entsprechende Branchen, Sektoren bzw. auch Einzelwerte zunehmend stärkere Gewichte haben. Man sieht, dass deren Gewinnmomentum respektive auch deren Preisentwicklung bezogen auf die Aktien einen extrem hohen Einfluss auf die Indexentwicklung hier hat. Und wenn wir uns das Ganze vorstellen, dass heute natürlich immer mehr Investoren indexbasiert anlegen, indem sie börsengehandelte Indexfonds erwerben und auf der anderen Seite natürlich auch aktive Fondsmanager sich an Indizes als Vergleichsmaßstab orientieren, dann stellen wir eben momentan ganz klar fest, dass wir eine sehr starke Konzentration bekommen und historisch gesehen hat diese Konzentration beispielsweise vor dem Platzen der Immobilienblase und Aktienmarktblase damals in Japan, da gab es einen sehr, sehr starken Fokus natürlich auf Banken und Immobilienunternehmen. Wir haben dieses Thema gesehen in Europa auch, in der Eurozone, vor der Finanzkrise der Euro-Stoxx 50, der umgangssprachlich immer als der Index der 50 größten Unternehmen der Eurozone bezeichnet wird. Ja, aber natürlich fachlich gesehen sind das die 50 Unternehmen der Eurozone mit der höchsten Marktkapitalisierung. Und das ist natürlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und wir haben eben gesehen, dass Ende 2007, also vor der Finanzkrise, da ging es Banken, Versicherern, denen ging es extrem gut. Dementsprechend waren die sehr, sehr hoch in dem Index gewichtet. Und dann haben sie in unserem Index eben eine sehr, sehr starke Branchenkonzentration. Und dieses Thema Branchenkonzentration sehen wir eben momentan speziell in den USA, eben hier im Technologiesektor, weil sich das Ganze auf einige wenige Aktien konzentriert. Heißt aber auch, für all diejenigen, die diversifiziert angelegt haben, ich gehe mal kurz auf die Grafik zurück, also sprich, wenn Sie weniger USA gewichtet haben, dann war das nachträglich für die Performance. Wenn Sie innerhalb des US-Aktienmarktes Technologie etwas untergewichtet haben, weil sie eben ganz klar sagt, naja gut, vielleicht sind die Bewertungen zu weit gelaufen, vielleicht ist der Konzentrationsgrad zu hoch, dann haben Sie im Endeffekt auch eine negativen Ergebnisbeitrag und dementsprechend muss man sagen, wenn Sie sich die reinen Entwicklungen anschauen, im aktuellen Kalenderjahr wurde Diversifikation sehr stark bestraft. Am Ende kann man sagen, man hätte nur Momentum-Aktien, Technologie aus den USA haben müssen. Alle anderen Asset-Klassen hätten sich pauschal gesprochen schenken können. Und die Frage darf natürlich erlaubt sein, wie weit wird das Ganze noch gehen? Ich glaube, das kann niemand von uns seriös absehen. Was man, glaube ich, seriös tun kann, ist das Thema handwerkliche Portfoliokonstruktion, sich über Klumpenrisiken entsprechend hier Gedanken zu machen und dann letztendlich sich zu fragen, wie man diese Klumpenrisiken reduzieren kann, um hier wirklich ein breit diversifiziertes Portfolio zu haben. Weil eins ist an dieser Stelle auch klar, jeder Trend, der bricht irgendwann, dann haben wir vielleicht auch Tendenzen zum Mittelwert. Und wenn Sie dann einige wenige Faktoren haben, die die Portfolios sehr stark treiben, dann haben Sie natürlich hier eine sehr, sehr hohe Schwankungsbreite. Also das ist ein wesentliches Thema und aus unserer Perspektive nutzen vor allem auch private Anleger bei weitem nicht den Diversifikationsgrad im Portfolio, der heutzutage möglich wäre. Also die Portfolios sind viel zu selten ausreichend diversifiziert. Und da geht es nicht darum, hunderte von einzelnen Titeln oder 10 ETFs bunt aneinander zu reihen, sondern es geht wirklich darum, verschiedene Faktoren zu haben, verschiedene Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Vermögensklassen, um hier eine stabile Wertentwicklung entsprechend zu konstruieren. Und dementsprechend glaube ich auch, die Sommerzeit, die uns ja aktuell mit wieder sehr stark zurückgekommenen Volatilitäten am Aktienmarkt eben hier empfängt, diese Zeit eben auch zu nutzen, mal über das Handwerk nachzudenken. Die Stressindikatoren, die wir für die Finanzsysteme haben, die auch von den Notenbanken berechnet werden, die zeigen wir Ihnen ja auch regelmäßig und zu Ihrer Entspannung habe ich die mitgebracht, obwohl sie aktuell unspektakulär sind. Was hier sind, sind zwei Stabilitätsindikatoren, Stressindizes, in die verschiedenste Kapitalmarktdaten entsprechend eingehen, die durchaus plausibel sind, um
ein Abbild der Finanzmärkte hier darzustellen. Für die USA werden die eben berechnet in Orange von der Kansas City Fed und in Blau von der St. Louis Fed. Sie sehen, die Systematik der Indexberechnung ist hier relativ ähnlich. Und was wir feststellen ist, dass wir hier massiven Anstieg eben auch hatten im Rahmen und auch im Vorfeld dann der Hypothekenkrise, die sich ja dann zur Finanzkrise entsprechend hier ausgewirkt hat. Also es geht hier nicht nur um das absolute Niveau, sondern es geht auch um die relative Veränderung, die wir hier sehen. Und sehen, seit der Finanzkrise sind die Werte hier massiv zurückgekommen. Wir hatten ja massive Interventionen der Notenbank mit der Aufblähung der Notenbankbilanz in den USA, mit der Nullzinspolitik und Ähnlichem. Und Sie sehen, diese Stabilitätsindikatoren, respektive Stressindizes, momentan auf einem Niveau, was relativ entspannt ist. Hier muss man allerdings auch sagen, das wird nicht für die Ewigkeit so sein. Wir werden mit Sicherheit irgendwann uns die Frage stellen müssen, inwieweit sich die schrumpfende Notenbank, der US-Notenbank, sich hier auswirkt, inwieweit sich auch der Umstand auswirken wird, dass wir den Höhepunkt der globalen Liquiditätsinjektion der Notenbank ins Finanzsystem gesehen haben. Aber für den Moment, Sie sehen das hier entsprechend dargestellt, das Thema systemisches Risiko im US-Finanzsystem, kein großes Thema. Auf der anderen Seite, die Europäische Zentralbank berechnet das auch, einen systemischen Indikator oder einen Indikator für systemischen Stress im Finanzsystem. Und da sehen Sie eben auch sehr stark, wir hatten eben den Anstieg im Vorfeld der globalen Schuldenkrise. Danach hatten wir die Interventionen der Staaten respektive der Notenbanken. Dann ging das alles nochmal hoch im Rahmen der Staatsschulden- und Währungskrise. Und dann hatten wir Mario Draghi mit Whatever It Takes. Und wir werden alles tun, um die Eurozone zu retten. Und dementsprechend Don't Fight the Notenbank, um es mal ganz plakativ zu übersetzen, sind diese Stressindikatoren kollabiert. Wir haben gesehen, dass die Risikoaufschläge für Anleihen von Staatsanleihen aus der Peripherie, von Unternehmensanleihen auch schwächerer Bonität auf teilweise historisch niedrige Niveaus und Level zurückgekommen sind, dementsprechend auch der Stressindikator hier auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann können wir, glaube ich, auch konstatieren, warum das möglicherweise auch ein Belastungsfaktor für Gold sein könnte. Gold ja der sichere Hafen außerhalb des Finanzsystems, optimalerweise in physischer Form oder durch physisch gedeckte Wertpapiere. Und wenn wir nun feststellen, dass auf der einen Seite der Stress im Finanzsystem relativ niedrig ist, dass auf der anderen Seite der Realzins in den USA eben auch für zweijährige Staatsanleihen wieder im positiven Bereich ist, dann sind das, glaube ich, zwei ganz vernünftige Argumente, die ja zumindest die enttäuschende Goldpreisentwicklung hier entsprechend momentan erklären, weil wir haben natürlich viele Verunsicherungen, sei es auf der geopolitischen Ebene, sei es durch die Trump-Administration, sei es der Sachverhalt, dass keiner von uns weiß, ob die Zölle und auch der mögliche Handelskrieg, dessen Dimension ja nicht wirklich absehbar ist, ob das Ganze nun inflationär oder deflationär wirkt. Und da momentan viel besprochen und diskutiert wird, aber die Kapitalmarktpreise das bei weitem noch nicht reflektieren, sehen wir eben hier, dass beim Edelmetall Gold hier die Treiber fehlen. Dementsprechend glaube ich auch, der fehlende Stress im System, ausgerichtet durch die Kapitalmarktpreise in Kombination mit steigenden Zinsen im US-Dollar, die auch final natürlich eben zu weniger gering negativen Realzinsen bei längeren Anleihen oder sogar bei leicht positiven Realzinsen bei kurzen Staatsanleihen im Dollar führen. Das, glaube ich, Argumente, die hier natürlich das Edelmetall entsprechend belasten. Schauen wir kurz zur Konjunktur, und das ist natürlich klar, dass die Schlagzeilen hier auf die Stimmung dementsprechend drücken. Ich habe Ihnen hier mal den IFO-Geschäftsklima-Index entsprechend mitgebracht. Sie sehen die aktuelle Lage, die ist in Rot dargestellt. Immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir sehen die Erwartungen in dunkelblau, da sehen Sie schon, die sind ein gutes Stück zurückgekommen. Aber grundsätzlich müssen wir auch historisch konstatieren, dass die Einschätzung zur aktuellen Lage oft besser war als die Erwartungen an die Zukunft. Ob das ein Nachwirken der globalen Finanzkrise ist, die hier noch die befragten Teilnehmer immer noch so ein bisschen mit einem kleinen Schatten umtreibt, oder ob es einfach eine gesunde Skepsis an die Zukunft ist, das mag ich mal dahingestellt lassen. Aber wir sehen natürlich schon, dass genauso wie sich Anleger damit beschäftigen, was auf der geopolitischen Ebene passiert, was das Thema Handelskrieg genau bedeuten könnte, ob der Brexit
letztendlich als Medium weiche oder doch harte Form umgesetzt wird. Ich glaube, das drückt sich in diesen stimmungsbasierten Konjunkturindikatoren ganz vernünftig aus. Was wir auch sagen müssen und was mir offen gestanden die größten Sorgen bereitet, das ist jetzt weniger die Auswirkungen auf den Kapitalmarkt, sondern die gesellschaftliche Stimmung insgesamt. Sie sehen hier in diesen grauen Balken, das sind Rezessionen, also sprich eine wiederholte Reduzierung der Wirtschaftsleistung. Sie sehen die letzte Rezession, die liegt da auch schon ein bisschen dementsprechend hier zurück. Und das sind natürlich Aspekte, wenn man sich die heutigen Wahlergebnisse respektive auch Umfragen anschaut, die hier regelmäßig durchgeführt werden, die ja doch im Endeffekt zeigen, dass es eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt, dass auch Parteien bzw. Bilder stärker zersplittern. Dann muss man sich ja die Frage stellen, wie werden Wahlergebnisse erst aussehen, wenn wir in Deutschland, in Europa Wahlen haben, die wirklich im Umfeld einer Rezession stattfinden. Also sprich, wo wir wirklich darüber reden, dass das eigene Weihnachtsgeld gestrichen wird und dass der Nachbar sich in Kurzarbeit befindet und das in der Gesamtgemengelage, wie wir sie momentan hier im politischen Bild in Deutschland als auch der Eurozone in Kombination mit dem Brexit präsentiert bekommen. Also ein solches Szenario einer Rezession in Kombination mit dann stattfindenden Wahlen wird, glaube ich, massive Auswirkungen haben auf die gesellschaftliche Struktur. Auch die Politik wird dann, glaube ich, zumindest für eine gewisse Zeit eine Handlungsfähigkeit haben, die suboptimal ist, und das ist, glaube ich, meines Erachtens ein großes Problem, weil dann auch die Visibilität für die Konsumenten und für die Unternehmen nach vorne fehlen würde, und dementsprechend kann man nur hoffen, dass die nächsten Wahlen nicht im Umfeld eines wirtschaftlichen Rückgangs hier entsprechend stattfinden. Kurzfristig haben wir allerdings einen leicht positiven Trend. Was Sie hier sehen, das ist ein Index, der die Erwartungen für verschiedene Regionen respektive Länder zu volkswirtschaftlichen Daten mit den dann real eintreffenden Werten misst. Und Sie sehen schon, insbesondere in der Eurozone, da hatten wir ein massives Niveau von Enttäuschungen, in anderen Ländern auch entsprechend. Und wenn wir jetzt hier mal auf den kurzfristigen Trend schauen, also eben hier den aktuellen Monat, dann sehen wir aber, dass wir hier im Trend ein bisschen positiv sind. Nichtsdestotrotz für die Eurozone, das kann man kurz zusammenfassen, die Europäische Zentralbank steht vor dem Dilemma, dass man auf der einen Seite die Zinsen gerne erhöhen würde, weil man möchte ja eigentlich auch ein bisschen Puffer haben für die nächste Krise. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, die konjunkturelle Dynamik schwächt sich ab, was die Wachstumsrate betrifft. In eine abschwächende Wachstumsrate die Zinsen zu erhöhen, ist natürlich schwierig. Also da ist man in einem Dilemma, und dementsprechend die Kommunikation nach vorne hin, bei der man ja klar und deutlich gesagt hat, dass die Leitzinsen in der Eurozone bis Herbst 2019 nicht ansteigen werden. Das war, glaube ich, auch eine relativ deutliche Botschaft. Also hier Hoffnung zu haben, dass wir eine Wende bei den Zinsen in der Eurozone sehen, das glaube ich nicht. Für Deutschland heißt das, dass die Zinsen natürlich viel zu niedrig sind. Typischerweise würde man argumentieren, dass der 10-Jahres-Zins für die Staatsanleihen ungefähr auf dem Niveau ist des realen Wachstums plus der offiziellen Inflationsrate. Wenn Sie das mal für Deutschland machen, dann haben wir irgendwo einen Wert zwischen 3,8 und 4%. Und wenn die deutsche Bundesanleihe aktuell bei 0,3 irgendwas Prozent notiert, dann sind die Zinsen in Deutschland eben auf einem Niveau, die vielleicht ungefähr 10% dessen entsprechen, wo sie sein müssen. Dementsprechend, Geld ist in Deutschland viel zu billig. Wir sehen die Auswüchse entsprechend am Immobilienmarkt. Das ist wirklich lehrbuchmäßig. Ist der Zins zu niedrig, kommt es zu Fehlerallokationen von Kapital, kommt es natürlich zu Übertreibungen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir hier in Deutschland momentan sehen. Und ich glaube, irgendwann in einigen Jahren wird man zurückschauen und wird sagen, naja, das war jetzt wirklich lehrbuchmäßig. Zu niedrige Zinsen sind eben ein Problem. Und wie gesagt, die Zinsen aktuell in Deutschland bei nicht mal 10% dessen, wo sie eigentlich stehen müssten. Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern, weil wir sind nun mal im Rahmen der europäischen Gemeinschaftswährung. Die Währung, die Zinsen, die sind für alle gemacht. Und da die strukturellen Probleme weder auf der politischen Ebene noch auch auf der wirtschaftlichen Ebene gelöst sind, scheint der Euro auf absehbare Zeit eine Weichwährung zu sein. Dementsprechend natürlich das ein großes Thema, was natürlich auch bedeutet, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, auch Vermögenswerte außerhalb des Euroraums hier entsprechend zu erwerben, sofern es zur persönlichen Risikobereitschaft hier passt. Ein Thema, was Sie momentan oft in den Medien lesen, habe ich Ihnen mal mitgebracht. Man schaut auf die Zinsstrukturkurve. Vereinfacht gesprochen ist das die Differenz
der langfristigen Zinsen, beispielsweise ausgedrückt durch den 10-Jahres-Zins, zu den zweijährigen Zinsen. Das sehen Sie hier in der türkisen Linie abgebildet. Und da sehen Sie schon, diese Zinsdifferenz kommt massiv zurück. Wir sehen steigende Zinsen am kurzen Ende, was den Geldmarkt angeht. Wir sehen aktuell stabile Zinsen im 10-Jahres-Bereich. Dementsprechend wird die Differenz geringer. Und das ist ein Indikator, auf den durchaus auch viele schauen als Rezessionsindikator. Ob das in diesem Umfeld wieder so belastbar ist, aufgrund der Tatsache, dass wir ja auch historisch große Eingriffe der Notenbank in den Preisfindungsmechanismus bei Anleihen hatten, inwieweit natürlich ja auch die Bilanzverkürzung der US-Notenbank hier ihre Auswirkungen haben wird, das werden wir sehen. Aber auch für die USA gilt natürlich, die letzte Rezession liegt eine gewisse Zeit zurück, der aktuelle Konjunkturzyklus hat ein gewisses Alter und die USA haben aber den Vorteil gegenüber uns in der Eurozone, dass man hier durch die fiskalpolitischen Maßnahmen von Donald Trump, die ja historisch beispiellos sind in einer Nicht-Rezessions-, in einer Nicht-Krisenphase, dass man den Konjunkturzyklus hier nochmal künstlich verlängert. Diese künstliche Verlängerung, die bietet natürlich Potenzial für Überhitzungstendenzen. Auf der anderen Seite hat die Notenbank damit das Potenzial, die Zinsen noch zu erhöhen, weil die US-Notenbank war etwas hinter der Kurve, die Zinsen waren für die effektive wirtschaftliche Leistung des Landes zu niedrig und durch diese Verlängerung durch Donald Trump hat man jetzt eben nochmal Potenzial, hier in der Zinsschraube zu drehen. Dementsprechend die USA wird im nächsten Abschwung das Potenzial haben, natürlich über die Zinsschraube und fallende Zinssätze natürlich hier auch die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren, etwas, von dem wir in der Eurozone weit, weit entfernt sind und das erklärt vielleicht auch, warum der US-Dollar auch nach wie vor noch ein solider Fluchthafen sind und ein unabhängig von allen Diskussionen, welches Land seine Rohöl-Export oder Importe in welcher Währung auch immer fakturiert, ob das denn der Dollar ist oder der Renminbi oder sonstige alternative Währungsformen. Grundsätzlich muss man aber von der kurzfristigen Lage sagen, wenn man sich mal die zusammengefassten Konjunkturindikatoren für die USA anschaut. Die sehen Sie hier in türkisblau. Und wir schauen uns mal den Dow Jones an als klassischen Index, auf den ja doch viele schauen, obwohl der S&P 500 sinnvoller wäre. Aber das ändert nichts, welchen Aktienindex wir hier jetzt für die USA betrachten von diesen beiden. Da sehen wir natürlich schon, dass wir natürlich schon einen gewissen Zusammenhang haben zwischen den ökonomisch zusammengefassten Daten in Türkis und der Aktienmarktentwicklung hier dementsprechend in Blau. Sie sehen beides zusammen massiv nach unten gekommen im Rahmen der Hypotheken- und Finanzkrise und beides jetzt natürlich auch entsprechend hier erholt nach einigen Jahren der wirtschaftlichen Prosperität. Wir haben einen angespannten Arbeitsmarkt, wir haben vielleicht auch einen Arbeitsmarkt, der die Inflation treiben könnte. Also momentan muss man sagen, zumindest für die USA, fehlen die Argumente jetzt wirklich die Aktienquote als solches abzubauen. Vielleicht muss man über die Zusammenstellung und die Konstruktion der Aktienquote selbst nachdenken. Also sprich, Aktienquote auf dem aktuellen Niveau lassen, aber weil einfach die konjunkturellen Daten noch vernünftig sind, aber innerhalb der Aktienquote ein größeres Maß an Diversifikation entsprechend hier darstellen und die Abhängigkeit von wenigen Technologietiteln hier entsprechend reduzieren. Sie sehen hier mal kurz die Inflationsraten dargestellt, einmal die Headline-Inflation und dann auch nur die Kerninflationsrate, wo ja schwankungsreiche Komponenten wie Nahrungsmittel oder auch Öl fehlen, aber nichtsdestotrotz, Sie sehen es, Inflationsrate nach offizieller Lesart 2,8%. Man liest auch durchaus Berichte, dass teilweise im US-Arbeitsmarkt bei Truckern, also bei Lastkraftfahrern, gibt es Engpässe, also kann man sich Lohnerhöhungen vorstellen. Lohnerhöhungen wirken tendenziell natürlich dementsprechend inflationär, das erstmal positiv, weil man natürlich sagen kann, gut, dann können ja die Zinsen ja weiter steigen. Am Realzins aus Anlegersicht ändert es aber natürlich wenig. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Thema für die Unternehmen, wenn man einerseits feststellt, dass Zinsen steigen, dann steigen auch Refinanzierungskosten. Das kann natürlich zulasten der Marge gehen und wenn die Marge sich hier entsprechend reduziert, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne pro Aktie und dann haben wir natürlich wieder Bewertungsfragen. Jetzt in der jüngsten Tendenz durch die sehr starken Unternehmensgewinne, die hier entsprechend kommuniziert wurden, sieht man eigentlich, dass die Aktienmärkte von der Bewertung wieder etwas günstiger geworden sind im Vergleich zu vor einigen Monaten. Nichtsdestotrotz, als Fazit hier, die Zinsen für die USA, die können entsprechend weiter steigen. Das hat natürlich irgendwann auch mal Auswirkungen auf den Euro-Dollar-Wechselkurs.
weil ich glaube, dass noch nicht alles hier eingepreist ist. Der Markt glaubt auch in vielen Fällen, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so stark steigen, wie es die Notenbank teilweise kommuniziert. Klar, die Notenbank wird sich vorbehalten, bei geopolitischen Events natürlich hier einzugreifen, vielleicht auch ihr Bilanzschrumpfungsprogramm anzupassen. Aber grundsätzlich, wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, dann sehen wir natürlich rein von den konjunkturellen Daten, dass hier Potenzial gegeben ist, die Zinsen zu erhöhen. Etwas, wo wir ja in der Eurozone weit entfernt sind. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, die Absicherungskosten der Währungsentwicklung zwischen Euro und Dollar, die werden weiter auf einem hohen Niveau bleiben. Also ob Sie Anleihen im Dollar gegen Preisschwankungen absichern wollen durch die Währung, ob das Aktien sind, weil Sie einen währungsgesicherten ETF haben, ob Sie irgendein Goldzertifikat haben, wo die Währung abgesichert ist. Also diese Kosten, die gehen überall entsprechend hier mit rein. Ja, meine Damen und Herren, das war's zum entsprechenden Überblick. Also wir können, glaube ich, ganz gut festhalten, dass sich in den letzten 4 Wochen am Big Picture nichts verändert hat. Wir haben eher Aufgaben, die unterhalb des klassischen Radars liegen. Die Indizes sind hier nur der erste Blick. Die Zusammensetzung der Indizes und der entsprechenden Treiber, der ist das, auf das wir momentan schauen sollten. Auch der Aspekt, den wir gesehen haben, dass die globale Notenbankliquidität ihren Höhepunkt gesehen haben könnte, zumindest im aktuellen Zyklus. Das wird natürlich Auswirkungen auf die Vermögenspreise hier entsprechend haben. Und auch der Aspekt, dass aus der US-Dollar-Perspektive der Realzins mit kurzlaufenden Anleihen ohne große Bonitätsrisiken, der momentan mehr oder weniger bei plus minus null liegt, das ändert natürlich auch die relative Betrachtung und Einordnung anderer Vermögensklassen. Das verändert den Blick auf die Risikoprämien. Und alles in allem kann man das momentan so zusammen, was im nächsten Abschwung gewisse Kursgewinne verbuchen kann, wenn man die Zinsen senkt. Da ist man natürlich bei dem Thema US-Titel und innerhalb der Aktienquote eben stärker zu diversifizieren, über mehrere Faktoren das Ganze aufzusetzen, um hier wirklich ein stabileres Aktienmarktportfolio zu erreichen. Ja, meine Damen und Herren, an der Stelle würde ich die Aufzeichnung beenden, sodass wir hier nur noch entsprechend auf Ihre Fragen und Anregungen eingehen können. Für all diejenigen, die uns jetzt verlassen, Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und vor allem eine schöne Sommerzeit. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, und alle anderen, da freue ich mich jetzt auf eine entsprechende Fragerunde.